Die Polizei zählt den Staaten mit Gewaltenteilung zu welcher der drei Staatsgewalten? Wow! Erste Frage gleich mal, Wahnsinn. Zu welcher der drei Staatsgewalten? Ja, dann würde ich sagen Exekutive. Vollkommen richtig, okay, ausgezeichnet. Was? In welchem fiktiven Universum spielt der Herr der Ringe? Nie gesehen, das wird schwierig. Ist so äquivalent zu DC und Marvel, oder? Also in der Sphäre betrachtet. Okay, gute Frage. Nein, es wird als Universum definiert, aber ich persönlich würde sagen, welches Land? Es ist ein Universum, weil das Land ist auch damit auch aus in dem Universum, ja. Demnach. Ja, dann kann ich das nicht beantworten. Ich habe Herr der Ringe nie gesehen, sorry. Okay, kein Problem. Es wäre Mittelerde gewesen. Okay, den Griff habe ich auf jeden Fall schon tausendmal gehört, aber... Was ist Desoxyribonukleinsäure? Ach, ich habe in Chemie maturiert. Desoxyribonukleinsäure. Vor 10 Jahren hätte ich das easy beantworten können. Ich glaube, auch wenn du jetzt in Chemie bewandert bist und vielleicht sogar genau erklären könntest, wie das aufgebaut wäre, vielleicht nicht zu kompliziert denken, eher Abkürzung in die Richtung, was man damit meinen könnte. Ich versuche gerade die einzelnen Buchstaben herzunehmen, so wie DNA, die ersten drei Buchstaben, DRN, aber ich komme einfach überhaupt nicht drauf, leider. Okay, das tut mir jetzt fast schon weh, du warst nämlich eigentlich schon dran. Desoxyribonukleinsäure. Säure, Acid, DNS, DNA. Ah, doch DNA. Ja. War doch das, okay. Ach so, ja, weil Acid und DNS, ja, ist ja auf Acid. Deutsch. So ist es, ja. Gott, ja, okay, gut. Nicht tragisch, aber pass auf, jetzt kommt ein bisschen was Humaneres. Ja. Okay. Welche Firma entwickelte das Fotobearbeitungsprogramm Photoshop? Adobe. Ausgezeichnet, vollkommen richtig. Frage Nummer 5 und somit die letzte Frage. Welcher ist der flächenmäßig größte Bundesstaat der USA? Flächenmäßig? Kalifornien? Oder ist das nur bevölkerungsmäßig? Kalifornien ist, glaube ich, nur bevölkerungsmäßig. Müsste es an sich Texas sein? Auch nicht. Ja, auch sehr groß. Es hat viele Inseln und das darf man nicht vergessen, dass das flächenmäßig dazu zählt. Ach Gott, ich bin lost. Es ist der nördlichste Bundesstaat. Alabama, Arkansas, Alaska. Vollkommen richtig. Junge, dass ich dafür mehr als 5 Sekunden gebraucht habe. Wahnsinn. Nicht tragisch, aber jetzt habe ich warten müssen, weil ich wusste, es schlummert irgendwo in diesem Kopf. Nein, ja, nein, also, dass ich dann Kalifornien denke, oh mein Gott, da muss ich meine rüber verpassen. Aber trotzdem sehr souverän. Ja. Ich muss wirklich zugeben, heute war es ein bisschen kniffliger, aber du hast dich trotzdem gut durchgerettet. Danke fürs Mitmachen. Ebenfalls.